Hallo, liebe Leute, herzlich willkommen hier bei uns. Stimmt ja gar nicht. Hier im wunderschönen Inspektorenhaus in Brandenburg an der Havel mit Holger und Andi, um das mal zum Abschluss zu bringen. Auch von mir ein herzliches Hallo und für alle, die sich wundern, warum wir heute im Exil unterwegs sind. Mhm. Wir haben mal wieder seit langem auch wieder ein eigenes Tasting gemacht und auch, auch mit Gästen und Freunden und Bekannten. Und dann haben wir uns auch zum Anlass genommen, naja, warum immer bei uns im schnöden, öden Raum? Wir machen heute mal, ne, woanders eine Probe. Was völlig das Gegenteil ist von schnöde und öde, hier wirklich in diesem wundervollen Restaurant, was einem guten Bekannten, wenn man sich so weit aus dem Fenster lehnen, gehört, dem Ben. So. Da ist er gerade. Komm her, komm kurz her. Sag kurz. Wir haben dich gerade vorgestellt, das ist dein Laden hier. Sag kurz Hallo. Ich bin der Inspektor Ben. Super. Ja, das hat ja wieder gepasst. Bis später, Ben. Genau. Und wir haben uns dann zum Anlass genommen, einen Glengoyne 12 Jahre mitzunehmen und diesen halt zu probieren, weil das Thema bei uns heute auch Glengoyne ist und wir alle möglichen Abfüllungen davon probieren dürfen und auch einen Glengoyne 24 Jahre nur aus dem Ex-Bourbon-Fass quasi zum ersten Mal in Deutschland mit aufreißen dürfen. Würdest du den dann zu kaufen gehen? Den gibt es zu kaufen. Ich weiß aber nicht, wo der landen wird. Ich weiß nicht, wie teuer er wird. Ich glaube, da brauchen wir nicht fragen. Wenn ich eine Schätzung abgeben dürfte, würde ich so schätzen, mehrere hundert. Also ich denke mal so 300 Euro wird sicherlich so ein 24. Mensch, solange es noch dreistellig bleibt. Ja. Na. Aber gut, ich bin gespannt drauf. Als Einstieg probieren wir hier für euch, für uns, den Glengoyne 12. Im Prinzip, sagen wir so, den Klassiker, das Basismodell. Glengoyne ist an sich eine super Brennerei, dadurch, dass sie halt immer noch Sherryfässer benutzen im rauen Maße. Und alle, die dann sich sagen, okay, Glendronach und Co. werden alle zu teuer langsam, geht man halt hin und sucht sich eine neue Brennerei, da wäre Tamdu zu nennen, die halt Sherryfässer abfüllt und aber auch Glengoyne. Und da stimmt es vom Preis-Leistungs-Verhältnis her noch ganz gut. Ja, in der Tat. Der 25er, absolute Bombe, der ist aber leider exorbitant teuer geworden. Ist es so. Der 21er ist auch mega geil. Gut, wir reden hier über Preise. Wenn man die Preise mit anderen Brennereien und mit 21-Jährigen vergleicht, okay, dann braucht er sich da nicht hinter zu verstecken. Ja, das braucht er nicht. Es ist gerade so, wie es ist. Aber bei Glengoyne muss ich ganz ehrlich sagen, mich hat letztens einer gefragt, Glengoyne, welchen Bezug hast du dazu? Da habe ich überlegt, so richtig keinen, aber wir haben schon den einen oder anderen getrunken. Und Ich habe noch einen Bezug dazu, das habe ich irgendwann schon mal erwähnt. Glengoyne 18 gab es bei Andys Hochzeit. Die habe ich dann mitgebracht und die haben wir dann da niedergemacht. Den Bezug habe ich noch. Ja, weißt du was? Den R18er, ja? Den trinken wir den 25er, nee, 24er. Ja? Trinken wir denn bei der Scheidung? Zur Scheidung. Nein, ihr wollt doch nicht sowas. Nein. Doch. Also, Glengoyne 43%, Glengoyne 12 Jahre. Und wer sich wundert, warum da so eine Gans hinten mit abgebildet ist oder Gänse generell das Thema ist bei Glengoyne, Glengoyne heißt Tal der Gänse. Ne? Mhm. Ja. So. Okay. Echt. Fruchtig, dominant. Ja. Wobei ich aber echt fast sagen müsste, ob da nicht doch Bourbon mit reinkommt. Was haben wir jetzt hier an Fässern? Was heißt das? Ich gehe von Sherry aus, aber... Ausschließlich? Bin ich jetzt nicht sicher, ne? Also, wow, okay. Sehr gut. Also man kann sich ja auch vorher mal irgendwas durchlesen und dann so tun, als hätte man total die Ahnung, aber ihr kennt uns ja besser. Nö. Also würde ich jetzt auch sagen. Ja, also ich gehe mal von, also du hast eine ganz geile Vanillenote, du hast halt eine enorme Fruchtnote, wobei das halt wirklich eher doch in die dunklere Richtung geht, also eher so maximal noch Orangen, Äpfel etc. sind das nicht. Ne? Nein, also keine hellen Trauben, keine klassischen Apfelnoten, wie man sie so kennt, helle grüne Äpfel, vielleicht ein dunkler, rotbackiger, Apfel? So ein Schneewittchenapfel, so eine Mischung aus. Hoffentlich fallen wir nicht gleich tot um. Schneewittchen?
solange der Prinz kommt und uns wach küsst. Ach nee, das waren die Zwerge. Die haben die Frau ja fallen lassen. Und dann sprang das Stück Apfel aus dem Mund. So war das gewesen. Siehst du? Hier kann man noch was lernen. Grimms Märchen. Mega. Der Whisky auch. Hast du noch was? Nö, der lädt ein. Achso, eins wollte ich noch sagen. Es ist wirklich ein Unterschied, ob man die Flasche frisch aufmacht oder sie schon eine Weile geöffnet ist. Hast du ihn da bei dir zu Hause, oder? Nein, habe ich nicht. Das wollte ich nur allgemein sagen. Manchmal habe ich so dieses Gefühl, er hat so Noten wie eine frisch aufgemachte Flasche. Weißt du was? So dieses ich weiß gar nicht, jetzt fehlen mir so ein bisschen die Worte. Ein anderes Wort für leichte Jugend, Sprittigkeit etc. und so weiter. Wie die verliert sich dann aber auch so ein bisschen. Du hast eine starke Alkoholnote, die halt natürlich erstmal in der Luft ein bisschen verdampfen muss. Ja. Und wenn es dann halt ein bisschen länger offen ist, hast du eigentlich sehr, sehr intensive Noten vom Fass und halt auch vom Brennereicharakter. Du hast ja auch sehr, sehr getreidige Noten, finde ich. Jetzt kommt jetzt so nach und nach raus. Ja, malzig ist er auch. Schön. Ganz rund. Ohne großartige Ecken und Kanten. Na dann, machen wir mal. Das ist auch schon ein geiler Daily Dram oder so, ja? Ja. Das ist echt wirklich, es tut keinem weh, es ist einfach ein Genuss. Oh, was ich jetzt habe, ist, es bleibt immer noch viel Vanille. Was aber kommt, ist so Kaffeenoten, die passen aber irgendwie genau rein. So eine leichte Mokka-Note ist schon in der Sherry-Richtung dann angesiedelt. Das ist absolut geil. Und das ist wirklich stark kaffeenotig. Das braucht ein bisschen, weil was ich mir angewöhnt habe, ich habe mir jetzt mal wirklich angewöhnt, wegen dem Video, was wir jetzt kürzlich gemacht haben, ich kann es euch sagen, bei dem Artback, dass ich wirklich richtig spüle, wie nach dem Zähneputzen, mit so einer Mundspülung halt. Und so, und da hängt ganz, ganz viel hier am unteren Zahnfleisch und darauf konzentriert sich das Hirn irgendwie. Das einzige Problem bei der Geschichte ist, dass Zahnfleisch keine Geschmacksknospen hat. Nee, das ist richtig, aber diese es hängt schon was da. Irgendwie habe ich das Gefühl, es braucht einfach alles ein bisschen länger, was ich nicht schlecht finde. Okay. Ja, aber es stimmt schon, so dunkle Schokolade, leichte Kaffeenoten. Also wenn es starke Kaffeenoten wären, ich mag keinen Kaffee, nach wie vor nicht. Ich mag ihn gerne riechen, aber ich habe ihn nicht im Mund dann würde ich sagen, dann würde er mir nicht gefallen. Ganz leichte Kaffeenoten. Na, sahnige Kaffeebonbons oder Karamellbonbons mit einem Hauch Mokka. Irgendwie in die Richtung. Mit einem Hauch Mokka. Und was er jetzt noch hat, muss ich ganz kurz erwähnen. Er hat solche Traubennoten, auch helle Trauben, muss ich sagen, die mich ein bisschen so an Riesling erinnern. Also das halt, ne? So eine knackige Fruchtfrische, die du halt im Aroma nicht hast. Die hast du dann, nachdem du es probiert hast, im Geschmack hast du dann diese helle Weinnote auch. Geil. Also da kann man eine Weile mit verbringen. Auch wenn man sagt, das ist eigentlich so, ne, neben dem Zehner so der Einstieg, aber ey, also wenn's, Banane, na klar. Absolut Banane. Klar, also wenn Standard das mitbringt, was der mitbringt, dann brauchst du eigentlich auch nichts verändern, dann brauchst du nicht viel besser machen. Das ist völlig okay soweit, das ist echt gut. War schon aus, na guck mal an. Naja, wenn das kein... Wir haben heute ein straffes Programm. Gleich kommen die Gäste, dann gibt es Vorspeisen, Hauptgericht. Ne? Und Creme Brûlée, habe ich gehört. Das wird absolut genial. Ich freue mich jetzt schon drauf. Wir machen, ich weiß nicht, ob wir das in Verbindung bringen. Vielleicht machen wir noch ein kleines Intro, Outro. Klar. Vom Laden hier, weil es ist wirklich ein Besuch wert. Ich weiß nicht, ob man sieht da hinten, aber es gibt auch eine sehr gut sortierte Auswahl an Whisky, Obstbränden etc. Ja. Und das ist halt, wie gesagt, immer für uns der Anlaufpunkt, wenn man gerade neue Sachen kennenlernen will. Weil Benni denn doch sehr... der Masse voraus ist, sag mal. Ja, er ist aber auch. Er probiert alles aus, genau. Auch Gurkenschnaps und solche Sachen. Ja. Ne? Also. Der war lecker. Ei, war der lecker. Hey, aber er probiert es aus. Hier kriegst du fast alles, wirklich. Und das ist nicht die einzige Ecke, wo Sachen stehen, um die Ecke. Da gibt es noch was. Und den Rest, den es hier nicht zu sehen gibt, den gibt es irgendwo hinten, wie sagt man, unter dem Ladentisch. Unterm Ladentisch, genau. Wie früher. Gut, genug geworben. Wir hören jetzt mal auf, genau. Wir machen unser Tasting und dann sehen wir uns bald wieder.
Mal gucken, wenn uns das Format irgendwie gefällt und euch das gefällt, dann vielleicht machen wir das öfter. Ne? Dann zeigen wir mal einfach unseren schönen Ort, Brandenburg, genau. Und besuchen dann andere. Sitzen wir mal hier und da. Genau. Gut, gefällt uns hat es gefallen, euch hoffentlich auch. Dann bis zum nächsten Mal. Bis später, ciao.